Leute, Manuel Neuer hat uns erst verlassen, dann habe ich ihn zurückgeholt. Ich habe das leider nicht aufnehmen können, weil es ein technisches Problem während der Aufnahme gab. Jetzt geht alles wieder. Wir haben ein Vorbereitungsturnier gespielt. Ich habe ein bisschen vorgespult und deswegen ist hier auch die Frage, verliert Finn Dahm seinen Startplatz? Anscheinend schon. Oder nicht? Wir wollen Neuer nämlich verkaufen, das Ganze in dieser Folge. Bevor sich jetzt Finn Dahm denkt, okay, wechsle ich halt den Verein. Nein, das sollst du nicht. Du sollst unser Stammtorhüter für die Saison werden. Neuer soll uns nicht verlassen. Der bringt nochmal 30 Millionen vielleicht, wenn wir Glück haben, ein. Aber jetzt müssen wir uns natürlich erstmal um alles andere kümmern. Das heißt, ein bisschen simulieren. Und hier kriegen wir auch schon ein Angebot. Kapitänsrolle und Braun. Habe ich den auf der Transferliste? Das können wir einmal kurz gucken. Nein, habe ich nicht. Aber ist natürlich interessant, weil der über 30 ist. Dann hätte ich den eigentlich auf die Transferliste machen müssen. Sollen wir auf die 3 Millionen kommen? 3 Millionen will ich für den. 3 Millionen ist das Minimum, was ich für den will. Weil der ist halt wirklich schon ein guter Spieler für unsere Mannschaft. 2,9, 1 Million mehr will ich. Kommt, nimmt an. 1,9? Nein. 2,7. 2,1 komm. Wir wollen 2,5. Ich verhandle hier so hoch, wie es geht. Ist gut. Let's go, Leute. Das heißt, Fenerbahce will hier noch hin. Ich habe übrigens Gulbrandsen auch mal. Stief will ich auch verkaufen. Da habe ich aber bei Sevilla direkt gesagt, die haben eh nicht so viel Gehalt. Schade, zu Frankfurt. Nein, das war ein schlechter Deal. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gezeigt hatte in dem Video. Du bist zu wertvoll. Stief, nein, bist du nicht. Wir wollen dich weg haben. Ja. Für das Spiel lasse ich tatsächlich Finn Dahm spielen. Da kann ich ihn nicht einsetzen. Falk, der ist ja in Schweden unterwegs. Und wir gewinnen 2-0 mit Stief und Kunz. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Spieler verpflichten will. Ich sage euch nicht viel darüber, weil es könnte sein, dass es nicht so gut ist. Gulbrandsen ist auf jeden Fall schon mal weg und kein Jugendscouting-Bericht. Nichts Neues, bleibt dran. Also wir haben nichts gefunden. Gegen Antwerpen wird es dann nochmal wichtig, für Finn Dahm auch nochmal ein bisschen zu pushen und eine gute Leistung. Und da verlieren wir leider. Ist blöd, aber komm. Finn ist nicht schlimm. Sind wir raus, weil wenn ja, dann wäre das echt ärgerlich. Einmal, okay, wir spielen gegen Mallorca und Braun ist weg. So langsam heißt es also, wir müssen uns um neue Spieler kümmern. Übrigens hier so, ja komm, 2 Millionen. Na komm, vielleicht kriegen wir dafür hier 2 Millionen. Ich gehe Minimum auf 1,8. 2 Millionen, let's go. Die wollen auch 2 Millionen für den, also die wollen den echt haben. Boah, bin ich froh. Boah, ich bin echt froh, dass die Transferphase schon so gut startet, aber gegen Mallorca wird es natürlich nochmal schwerer. Falk, Everton. Boah, das ist schon... Falk wäre schon fies, aber wir müssen halt so viel Geld wie möglich, dass wir da europäisch auch mithalten können. Da müssen wir halt kluge Transfers tätigen. Ich verhandle auf 2... Aha, nee. Oh, ich habe Angst. Lass mal gucken, was Everton für Spieler zu bieten hat. Nee. Im Sturm ist nicht ganz so gut. Lombard? Was ist denn, wie viel ist denn der wert? 2,19. Nee, der hat noch nicht mehr... Ist nicht ganz so gut. Und Tor wäre es noch... Pickford? Brauchen wir nicht. Brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich gehe da auf die 30 Millionen. Da würde ich den verkaufen tatsächlich. 25,5, ich gehe auf die 28,5 Minimum, Maximum 27. Komm, die wollen den, ich merke das. 28 ist mein letztes Angebot. Nee. Klappt leider nicht. Ist auch nicht schlimm. Wir verkaufen ja noch schon ganz schön viele Spieler. Manuel Neuer und Stief, das wäre so, was ich gerne verkaufen möchte, dass wir da ordentlich Geld haben, weil wir haben ja auch ein paar Spieler auf der Transferliste, die wir unbedingt irgendwann mal haben wollen.
Okay, Ersatzinnenverteidiger, das ist deine Chance. Solche Leute brauchen wir nämlich jetzt in der Mannschaft. Auf der Bank am besten sogar. Da würde ich Bockhorn sogar runternehmen und Alba dahin machen. Neuer ist jetzt auf der Bank. Becker kann... Ja, das ist ein Winkler. Winkler, du bist... Keine Ahnung, 25, wie alt ist Becker? 27, das heißt Winkler spielt, der ist ein bisschen knackiger, jünger, frischer. Genau. Gegen Mallorca wird es dann schon wichtig, dass wir da eben gewinnen. Stief hat auch schon mit 82, ist auf jeden Fall sehr gut. Falk spielt immer noch nicht. Finn Dahmen darf nochmal ran und... Ach, schade, wir verlieren im Elfmeterschießen. Schade, schade, Leute. Aber ist überhaupt nicht schlimm, denn wir haben ja ein bisschen was an Geld bekommen dafür, für das Turnier. Das war übrigens ein... Oh, nee, ne? Wir haben hier... Wir haben 1,6 Millionen dafür bekommen. Das ist nicht wenig, Leute. Also ich bin ganz ehrlich, das ist nicht wenig. Wir haben 20 Millionen und damit bin ich echt schon zufrieden. Und mein Ziel ist es, einen neuen Stürmer zu bekommen, der entweder als Ersatz für Stief ist oder mit Stief zusammenspielt, je nachdem, wie viel wir für Stief bekommen. Union Berlin will dann Sommer ausleihen. Ist für mich eigentlich nicht schlecht. Kann da ein Jahr hin zur Union, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir uns noch um eine Sache kümmern. Ich habe das schon gemacht, aber ich weiß halt nicht, ob die jetzt wirklich alle verlängert sind. Gucken wir nochmal nach. Lauritzen und Bahn... Die muss ich eigentlich nicht unbedingt verlängern, mache es aber trotzdem. Wir wirklich jeden verlängert haben auf... Okay, Lauritzen wollte ja eh nicht. Der wollte ja eh nicht, der will seine Karriere wahrscheinlich hier beenden. Gehe ich mal stark davon aus. Becker. Boah, das ist schon einer, den Leo Becker. Soll ich den verkaufen? 10 Millionen. 7 Millionen. 7 Millionen dann verkaufen. Für unter 7 Millionen verkaufe ich den nicht. Bin ganz ehrlich, der ist super talentiert. 7,7. Das ist doch super. Okay, nee. Also, Becker, dich behalten wir auf jeden Fall, weil es wird nochmal wichtig, in den Spielen, die wir haben, am Anfang vor allem, gute, talentierte Spieler aufspielen mal zu lassen und auch überhaupt zu gucken, dass... Philipp Sommer geht dann ein Jahr anscheinend zu Union Berlin. Die sind sich einig. Aber es ist wichtig, dass wir wirklich gute Spieler am Anfang haben und erst am Ende einkaufen, wenn wir wirklich das ganze Geld haben, was wir wollen oder brauchen zum Ausgeben. Das heißt, wir verkaufen heute vor allem Spieler in dieser Folge. Und Becker ist heiß begehrt. 2,3 Millionen bietet Arsenal. Ich sag direkt, Mindestverkaufssumme ist bei mir 6 Millionen. Mein Anfangsgebot sind 7 Millionen. Mal gucken. Mal gucken. Ob die sagen ja oder nein. Wir können auch gleich einmal gucken, wie das Ganze in der Liga so aussieht. Denn da, okay, nee, die wollen wir nicht. In der Liga, da haben wir auch neue Teams. Sehe ich da HSV, sehe ich, die aus der zweiten Liga gekommen sind. Bielefeld und ansonsten niemanden. Nee, Bielefeld war ja schon am... Da ist wirklich kaum jemand. Die sind wahrscheinlich alle letzte Saison abgestiegen. Wir zum Glück nicht. Siegmund, oh. Wie alt. Siegmund ist der Stammspieler. Ich glaube, der ist Stammspieler, ne? Wenn der nicht Stammspieler ist, wenn er... Ja, der ist aber Stammspieler. Aber das wäre halt gutes Geld, was wir für den bekommen könnten. Ist nicht viel, aber da müssten wir halt so viele Positionen verbessern. Das will ich eigentlich gar nicht, weil wir wollen uns ja hochgraden und europäisch ab nächster Saison spielen. Und mit dem Verkauf machen wir eher Minus. Weil wir wollen anscheinend so viele Positionen verbessern. Und Brand zu verkaufen, das wäre doch mal gut. Denn der ist wirklich schon uralt. Ja, okay, nicht ganz so alt, aber ich gehe selbst in die Verhandlung rein, um da irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Ich gehe mit 6 Millionen am Anfang. 6 Millionen am Anfang. Damit bin ich schon zufrieden. 6,15. Nee, okay. Na,
Nein, wollen sie nicht. Ich sehe schon, ich nehme hier fast 10 Minuten auf. Und dann kommt mir noch das Intro dazu und so. Das heißt, das soll es von dieser Folge auch schon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich mache im Hintergrund noch ein bisschen Verhandlungen. Schaut auf jeden Fall gerne das letzte Video an. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Feedback dazu zu diesen Freizeit-FC-Videos in die Kommentare schreibt. Das hilft mir nämlich immer wieder weiter. Ja, und dann würde ich sagen, nochmal hier reingeguckt, gibt es da Interessantes? Nein, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.